echt schreck, dass ich euch nicht sehen kann. Ich krieg das schon irgendwie runter. Tyler, wieso bist du so still? Oma und Opa benehmen sich merkwürdig. Au! Inwiefern denn? Becker, hast du Tyler gerade geschlagen? Nein. Kinder? Opa trägt Windeln und bringt sie raus in den Schuppen. Oma rennt nachts ohne Klamotten rum. Und Opa denkt, dass er von Fremden verfolgt wird. Ich wusste, dass dieser Anruf kommen würde. Sie sind alt, Tyler. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Alte Menschen haben ihren Körper nicht immer im Griff und wissen manchmal nicht, was sie tun. Sie können sogar paranoid werden. Rebecca, wie seltsam verhalten Sie sich denn? Sie waren nicht eine Sekunde gemein zu uns. Oma ist unter dem Haus hinter uns hergekrochen. Verstecken gespielt. Ihr habt unter dem Haus Verstecken gespielt? Das habe ich geliebt. Carrie Underwood. Es sind doch nur ein paar Tage. Meine Eltern waren schon damals schräge Vögel. Mom war ein Hippie. Sie hat sich ohne Vorwarnung nackt im Garten gesonnt. Ich bin dadurch fast erblendet. Mir war das immer so peinlich. Sie sind ganz einfach etwas sonderbar, Schatz. Welche Stufe hat das Problem denn? Eins. Siehst du? Ich vermisse euch, ihr Süßen. Vielleicht sollten wir draußen ein paar Abendaufnahmen vom Haus machen. Okay, klingt gut, Schwester. Könntest du den Ofen sauber machen, Becker? Kriech bis ganz hinten rein. Becker? Sie hat das schon mal gemacht. Wir brauchen wirklich noch Aufnahmen von draußen. Dafür ist danach noch Zeit. Ich beeile mich. Oh, warte eine Sekunde. Das ist Maria Bella Jameson. Meine Oma. Und das hier? Das ist mein Opa. Grandma's hand. Stein, Papier, Schere, los! Wir sind eine Woche zu Besuch hier. Ich vermisse euch, ihr Süßen. Es ist echt lustig hier. Ich wollte schon so lange mal richtig Zeit mit dir verbringen, Oma. So glücklich habe ich eure Großmutter seit Jahren nicht erlebt. Hier ist um 9:30 Schlafenszeit. Danach solltet ihr euer Zimmer nicht mehr verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist das? Oma? Was zur Hölle war das denn? Ich glaube, Oma geht's nicht gut. Deiner Großmutter geht es bestens. Oma und Opa benehmen sich irgendwie merkwürdig. Ich wusste, dass dieser Anruf kommen würde. Sie sind einfach etwas sonderbar. Hey, warum starrt Oma in den Brunnen? Hi, Opa! Opa! Mom, irgendwas stimmt nicht mit Oma und Opa. Sie sind eben alt. Ich reinige es nur. Was ist in dem Schuppen? Oma? Bist du hier unten? Würdest du bitte in den Ofen hineinklettern und ihn reinigen? Hör auf, Oma!